fuck, scheiße, aua. Oh Mann, ey. Yo, Peace, Leute, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Nachdem ich mir jetzt gerade eben erfolgreich mein geiles Knie an meinem IKEA-Schreibtisch angestoßen habe, geht es auch schon mit dem eigentlichen Thema los. Und zwar möchte ich mal so ein paar Sachen zur Ansprache bringen, die mir momentan, beziehungsweise schon seit längerem auf YouTube mega auf den Sack gehen. Ja, dann, ich weiß schon gar nicht, also ich habe mir jetzt keine Notizen oder so gemacht, alles hier schön Freestyle wie immer. Es geht um mehrere Themen. Ich labere einfach mal drauf los und werde mich wahrscheinlich sowieso mittendrin verhaspeln und dann total vom Weg abkommen, aber egal. So, ich fang mal an mit dem Thema Klickgeil. So, also ganz ehrlich, Leute, es ist scheißegal, welcher YouTuber es ist, entweder Kronk, Saraza, Elotrix, Montana Black oder sonst jemand, jeder YouTuber ist klickgeil. Jeder YouTuber macht Videos, damit seine Videos geschaut werden. So. Wenn man jetzt natürlich 2 Millionen Abonnenten hat und sie schauen 5 Leute das Video, also der Sinn ist ja da nicht gegeben, ne? Zumal das jetzt wahrscheinlich gar nicht vorkommen wird. Also das war jetzt wirklich ein krasses Beispiel. So. Dann Klicker, jeder will, dass seine Videos geschaut werden. Ja, das ist einfach, das ist eine ganz normale Sache. Man gibt sich ja nicht umsonst Mühe. Das wäre genauso wie, ihr lernt jetzt für eine Klassenarbeit und bekommt eine 6, ja? Habt ihr auch keinen Bock drauf. Zum Beispiel jetzt, ja? Oder ihr bereitet euch mega auf ein Vorstellungsgespräch vor und auf einmal heißt ja, tut uns leid, Absage, sie brauchen gar nicht zum Termin kommen. Es sind einfach so Sachen, die sind logisch, ja? Da braucht auch nicht jeder drüber meckern. Das ist eine ganz simple und logische Sache. Das ist genauso wie mit dieser, was einem immer vorgeworfen wird, dieses Abo-geil. Jeder YouTuber ist in irgendeiner Hinsicht Abo-geil. Scheißegal, ob derjenige jetzt wieder 2 Millionen Abonnenten hat oder wie ich jetzt 112 aktuell. Jeder macht Videos, damit sie geschaut werden und damit man abonniert wird. Das ist das Prinzip auf YouTube. Ne? Und wer das nicht verstanden hat, der tut mir leid. Also dann löscht euren Kanal, euer Profil oder sonstiges und schaut euch keine Videos mehr an. Das ist was ganz Natürliches auf YouTube. Ja, das, ich mache auch nicht. Ich meine, bei mir ist es momentan so, dass ich relativ viele Videos hochlade und ich will natürlich auch, dass die geguckt werden. Ja? Wenn die keiner guckt, dann brauche ich mir die Mühe und nicht machen, dann lösche ich meine Videos, meinen Kanal und fertig. Ja? Oder das ist genauso wie jeder, du bist ein Spaß, du bist hässlich, du bist ein Internetopfer, du bist ein Internetgangster. Ich bin mir ziemlich sicher von euch, dass jeder zweite von euch das sogenannte Internetopfer ist. Ja? Also ihr hockt da hinter eurem PC und habt eine große Klappe, aber im Endeffekt kommt da bei euch trotzdem nicht viel mehr drum rum. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr, es ist doch scheißegal, ob jemand groß, klein, dick, fett, schwarz, gelb, braun oder hässlich ist. Es ist scheißegal. Das mag jetzt vielleicht für die meisten ein bisschen dumm kommen, aber was zählt, ist der Charakter. Ja, Charakter. Das ist genauso wie... Sorry. Das ist genauso wie das beste Beispiel ist Zocken. Ich habe über die PlayStation 3 Leute kennengelernt, die mit denen ich schon seit 4, 5, fast 6 Jahren schon befreundet bin, wir uns super verstehen. Ich habe die Leute noch nicht einmal in Real Life gesehen. Es ist auch wirklich, es ist scheißegal. Und das verstehen auch viele nicht. Beim Zocken lernt man so viele von den Leuten erstmal den Charakter kennen, wisst ihr? Man hört die Person erstmal, man redet mit der Person. Wenn die einem nicht sympathisch ist, dann hat man die auch nicht in der Freundesliste drin. Das ist, ja, nur Homo, aber das ist einfach so. So, dann hat man auch noch viele Real Life Kumpels drin. Das ist ja auch ganz normal, ja. Und ich weiß nicht, also ich muss die Leute jetzt auch nicht sehen, die haben einen coolen Charakter, die sind geil drauf und mit denen kann man quatschen, mit denen kann man Spaß haben, ja, beim Zocken. Und mehr zählt da nicht, ja, was juckt mich das, wie die Person aussieht? Und genauso soll es auch auf YouTube sein, ja, das ist scheißegal, wie jemand aussieht. Wenn er gute Videos macht und euch gut unterhalten kann und so, dann abonniert ihn, liked ihn und ist doch scheißegal, wie er aussieht. Und ganz ehrlich, das beste Beispiel, zum Beispiel Elotrix. Was ist das bitte für ein potthässlicher Vogel, ja? Er erzählt da 3, 4 Jahre schon, wie viel Viper er doch flachlegen würde. Irgendwie 7 Stück in einer Nacht. Ey, ganz ehrlich, wenn der Typ nicht so viele Abonnenten hätte und nicht so Fame wäre auf YouTube, dann würde fast jeder von euch den sowas von weghaten. Ich hab, yep, dankeschön, lieber LKW. Ich hab wirklich, also als ich das erste Mal gezeigt habe, vor circa einem Jahr, oder das ist schon 2 Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe mir erstmal die Mühe gemacht, die Kommentare unten drunter durchzulesen. Es gab ganz wenige, die wirklich gesagt haben, also dass
ist ein übelst hässlicher Vogel, ja. Gut, hässlich ist immer so eine Ansichtssache. Also meiner Meinung nach gibt es wenig hässliche Menschen, ja. Also so wirklich hässlich. In dem Sinne ist Eludrix auch nicht hässlich, aber sagen wir es mal so im Kontrast zu dem, was er auf YouTube von sich gibt, was er da, wie er sich allgemein gibt, ja, also dementsprechend sieht er jetzt nicht aus, also Model und irgendwie muskulös und gut gebaut und so ist er jetzt auf keinen Fall. Und ich glaube, es gibt auch viele, die ihm einfach diese Weibergeschichte mittlerweile nicht mehr abkaufen. So. Und ja, ist halt einfach so. Dann kommen wir mal zum nächsten, und zwar Videoqualität. Also Leute, ich habe 112 Abonnenten. Ich sehe momentan sehr, sehr viele YouTuber, die schon 2, 3, 4, 5.000 Abonnenten haben und noch lange nicht, das klingt jetzt auch arrogant, noch lange nicht an der Qualität dran sind, wie ich. Und ich gurke hier mit 112 Abonnenten rum. Jetzt, in dem Sinne ist es nicht wenig, was heißt, nur ist auch falsch ausgedrückt, aber ich sehe einfach, was die für eine Abozahl da täglich oder wöchentlich, monatlich, keine Ahnung wie viel, generieren, ja, das, und das liegt, wenn man das Ganze mal beobachtet, wenn man sich mal durch den Kanal klickt, sieht man da direkt schon, woran das liegt, ja, also, ich weiß nicht, da gibt's so ein paar Kandidaten, ich nenne jetzt hier keine Kanalnamen oder so. Da frage ich mich, Leute, was habt ihr da? 5-Euro-Mikrofon, ja. Also irgendwie was mit Rauschunterdrückung oder so haben die auch noch nie gehört. Da frage ich mich echt, ey, ich habe 112 Abonnenten, ich gebe mir schon recht viel Mühe, würde ich sagen. Ich lade auch so gut wie jeden Tag ein Video hoch. Und ich bin ja nicht mal annähernd an der Abonnentenzahl wie der. Und ich mache im Endeffekt viel bessere Videos, ja. Das liegt an einem ganz einfachen Grund. Die Community ist fair. Blödet. Und es ist einfach so. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ja. Ganz ehrlich, das beste Beispiel. 10 Fakten über Titten. Ja, geil. Das klickt sich 1000-mal wieder. Titten abonnieren, ja. Alter Freunde, ganz ehrlich, wenn ich 10 Fakten über Titten will, dann gehe ich in die Disco oder auf die Straße, quatsche einen Vibe an und hol mir da die 10 Fakten über Titten. Aber ich gucke da nicht auf ein Video und abonniere ihn deswegen. Wo sind bitte die normalen Leute? Ja, die das wirklich schätzen, dass man normale Videos macht. Also, ich verstehe das nicht. Ich meine, klar, die meisten sind wohl relativ jung, 14, 15, 16. Ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, wir alle sind mal so jung. Und, aber wie verblödet kann man denn das sein, so jemand zu abonnieren? Also, ich meine, ich habe es bei ein paar Leuten gesehen, ey, die hatten davor 800 Abonnenten. Eine Woche später gucke ich bei dem auf dem Kanal, ist er bei 4000. Das kann doch nicht euer verschissener Ernst sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich neidisch bin. Also ganz ehrlich, da behalte ich lieber meinen momentanen Uploadplan so ein, wie ich ihn momentan habe, anstatt irgendein 10-Fakten-Video zu machen über Titten oder Muschis oder sonst irgendeine Scheiße, ja. Also, es tut mir leid, aber das ist definitiv Menschenverblödung, was da stattfindet, ja. Ich meine, man sieht doch schon genug Titten. Das ist, wenn man in die Stadt geht. Werbung, überall Werbung. Überall ist irgendwie eine geile Alte, wo ihre Beine, ihre Titten, ihren Arsch zeigt, ja. Und keiner, jetzt versagt meine Stimme, jetzt kriege ich einen kratzigen Hals, ich muss kurz noch was trinken, Moment. Ja, überall sieht man irgendwo, egal wo man guckt, im Fernsehen, wenn man in die Stadt geht auf Plakaten, überall sind Titten und Ärsche. Müsst ihr ernsthaft? Habt ihr so ein geringes Real Life, dass ihr es noch nicht mal schafft, auf die Straße zu gehen und da euch eure Titten zu holen, ja? Also, ich verstehe es nicht. Das ist genauso, ich habe jetzt einen Test gemacht, ich habe das Video von Elotrix hochgeladen, gegen Rollstuhl-Hater, und habe dazu mein Statement dazu gegeben. So, jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel, ich muss gerade mal gucken, wie viele Dislikes habe ich denn da drauf? Ah, kleinen Moment, mein Computer ist nicht der schnellste. So. Wird geladen. So, genau. Meine Meinung zum Beef zwischen Elotrix und Rollstuhl-Hater. 191 Aufrufe, 19 Likes, 17 Dislikes. Warum disliket ihr sowas? Warum? Hört auf zu disliken und schreibt es einfach in die Kommentare. Also nicht, dass mir das jetzt irgendwie mich das am Ego kratzt, ja, also mich juckt das nicht. Aber keine Ahnung, ich fand, ich habe das alles relativ gut erklärt und habe dazu meine unabhängige und objektive Meinung dazu abgegeben. Also ja,
Also, ja gut, ich meine, habe ich das gesagt, Joko, das habe ich ja. Ja, gut, ich glaube, ich wäre soweit auch schon durch. Boah, sorry Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Und ja, ihr könnt von mir aus jetzt das Video disliken, mich beleidigen in den Kommentaren, ihr könnt mich von mir aus deabonnieren oder so. Es ist mir scheißegal, ja. Das ist einfach, ich wollte einfach nur meine Meinung ein bisschen frustlos werden und ach, was ich euch noch sagen wollte, Leute. Ja, ich weiß, ich habe einen S-Fehler. Ja, ich lisple. Es ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Ja. Da könnt ihr mich auch für haten, weil ich habe jetzt mittlerweile, das wollte ich kurz noch dazu erwähnen, weil ich habe das mittlerweile auch schon ein oder zweimal gehört. Du hast einen S-Fehler, stell den ab und dann abonniere ich dich. Ehrlich gesagt, Leute, drauf geschissen, ja. Ich habe den S-Fehler und fertig. Ich hab auch eine riesen Narbe in der Fresse, ja. Ich hatte vor 7 Jahren einen Autounfall und bin dadurch schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen und hab eine fette Narbe in der Fresse, Leute. Aber es juckt mich nicht. Mich interessiert das keinen Meter, ja. Also mich kann damit keiner treffen jetzt, wenn irgendeiner mitkommt. Ja, du lispelst, du bist so hässlich, du bist bestimmt fett. Es juckt mich nicht. Ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass es mich kein Meter interessiert, ja. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.